haben auch letztes Jahr bei Play 14 mitgemacht und dieses Jahr zum zweiten Mal. Und wir benutzen einen Bongo-Controller. Damit kann man ohne viele elektronische Wissen auch einfach Konsole basteln. Und das ist für Kinder ziemlich spannend und guter Zugang mit elektronischen Basteln so zu anfangen. Und ja, und hier bei diesem Workshop müssen die Kinder überlegen, welche Möglichkeit gibt es, ein Spiel zu spielen. Es gibt ja auch schon auf dem Markt so Spielkonsole mit Xbox zum Beispiel Kamera, so dass man durch Bewegung und das nimmt die Kamera auf, sowas, oder auch mit Fuß auf dem Pad spielen. Und bei unserem Workshop geht es darum, dass man so mit Körperkontakt oder irgendwas, das Strom weiterleitet, ein eigenes witziges Spielkonsole zu bauen. Also wir müssten dann überlegen, welche Knöpfe brauchen wir, springen, gehen und schießen, und das mit welchem Körperteil oder mit Banane oder Wasser oder mit Bleistift, mit welchem Material wir diesen Strom weiterleiten wollen. Und gab es auch mal Kinder, die in so drei Reihen so mit Händen halten, beim Körperkontakt dieses Knopf gedrückt haben und so gespielt haben. Oder die Kinder zu viert jeder einzelne Knopf als seine Rolle genommen haben und zu viert so ein Pac-Man gespielt hatten.